bin Schwester Ida Maria und mein Name ist auch ein bisschen mein Lebensprogramm, IDA, ich dich auch. Gott hat zu mir gesagt, ich liebe dich, und ich habe gesagt, ich dich auch, durch die Hingabe meines Lebens im Ordensleben. Ich bin einer katholischen Familie aufgewachsen, in der ich sozusagen mit der Muttermilch die Gottesliebe aufsaugen durfte, und der Kirchgang und das gemeinsame Gebet waren selbstverständlich. Das hat mir die Sicherheit gegeben, auch später an der Existenz Gottes nicht zu zweifeln und auch mich von Gott geliebt zu wissen. Zu einem tieferen persönlichen Glauben bin ich allerdings erst viel später gekommen. Auf einer Fahrt mit jungen Christen habe ich für mich persönlich die Entscheidung treffen können, Gott die Priorität in meinem Leben zu geben und seinen Willen an erste Stelle zu setzen. Davor war Gott zwar präsent in meinem Leben, aber Erfolg, Aussehen, das eigene Wohlgefühl hatten eine recht wichtige Stelle. Auf diesem Weg in eine tiefere persönliche Christusbeziehung hat sich für mich dann die Frage gestellt, wo möchte mich Gott in meinem Leben haben, an welchen Ort stellt er mich hin? Und irgendwann bekam ich einen Flyer von den Auerbacher Schulschwestern mit der Einladung zu Berufungsexerzitien in die Hand. Eigentlich bekam ich ihn nicht selber in die Hand, sondern Freundinnen haben ihn mir weitergegeben, weil sie ihn nicht unbedingt haben wollten. Aber für mich war klar, diese Frage steht noch offen. Und so kam der Kontakt mit den Schulschwestern zustande. Ich habe die Frage meiner Berufung innerlich bearbeitet und im Gebet mitgetragen. Und eines Tages hat mich in einer persönlichen Gebetszeit eine Stelle aus der Heiligen Schrift, aus dem Hohelied 7,11, sehr angesprochen und überwältigt. Dort heißt es: Ich gehöre meinem Geliebten und ihn verlangt nach mir. In dem Moment wusste ich, dass er mich um diese bräutliche Liebe anfragt und dass er sozusagen um meine Hand anhält. Und da konnte ich innerlich nicht Nein sagen, sondern habe mich für den Ruf geöffnet. Der Herr hat mir dann die Kraft gegeben, die anstehenden Schritte zu tun. Ich habe meine Wohnung und meine Arbeitsstelle gekündigt und bin nach Auerbach gezogen, in die Kandidatur gegangen und im Jahr darauf zur Einkleidung, der Beginn des Noviziats, und jetzt durfte ich auch schon die Profess ablegen. Das war, denke ich, der glücklichste Tag in meinem Leben, weil ich an diesem Tag wirklich mit meinem ganzen Sein mich Gott schenken konnte. Dieses dreifache Ja in den Gelübden, so darf ich im Rückblick ganz dankbar sein, wie mich der Herr geführt hat. Ich erinnere mich daran, wie ich ein Gebetszettelchen gefunden habe, das ich vor Jahren in eine Gebetsbox gelegt habe, mit dem Anliegen, dass mich der Herr doch bitte führt und mir zeigt, wo mein Weg ist, wo mein Platz ist. Und nach Jahren habe ich dieses Zettelchen wieder gefunden und kann erkennen, er hat mich erhört. Er hat dieses Gebet nach meiner Berufung erhört und hat mir den richtigen Ort gezeigt. Und so bin ich voller Dankbarkeit für die Führung bis hierher und voller Offenheit für die Gnaden, die der Herr mir noch ins Herz schenken möchte. Und Blick in die Zukunft voller Freude, so wie es in Philipper 4,4 heißt: Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Preiset den Herrn.